zerstöre alle Türme und bewahre mindestens 70% der Gebäude. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Cannon Fodder 3. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, da unten rechts. Gut, jetzt geht's los. Hier sammeln wir Bomben auf. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Hat ja eine Weile gedauert. Ihr habt mir auch schön in den Hintern getreten. Also ich habe immer wieder Mails von euch bekommen. Nimm's doch mal auf, nimm's doch mal auf. Wann geht's weiter? Hast du es abgebrochen? Nein, habe ich auch immer geschrieben. Und ja, jetzt geht's auch mal wirklich weiter hiermit. Schauen wir erstmal hier ein bisschen rumschießen. Weg mit euch. Ja, wir sind in der vierten Mission. Wir sollen hier Türme zerstören, anscheinend nur. Gucken wir mal, was haben wir hier? Okay, da kommen wir nicht rüber. Ja, cool, kugelsichere Weste. Jetzt sind unsere Leber blau. Da ist ein Fahrzeug, okay. Dann geben wir dem mal eine Granate mit. Hat er getroffen, gut. Du willst auch noch eine? Perfekt. Ja. Was soll ich sagen? Also ich hatte ja momentan keine Zeit. Ich habe ja nebenbei halt mehr so, momentan nicht Borderlands 2 nebenbei durchgezockt und hatte privat auch so kaum Zeit und da kam Cannon Fodder halt ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, ich spiele es hundertprozentig komplett durch. Ich will es auch nicht auf Zwang irgendwie zwischenschieben. Da habt ihr auch nichts von, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ja, hier nimm. Du auch da. Double. So. Wer bist du denn? Wo kommst du her? Look out! An ambush! Ein Ambush. Gut, du auch. Also ein Hinterhalt. So rum. Ja, wie gesagt, habt ihr auch nichts von. Jetzt brennt der ganze Busch ab. Ich fass es nicht. Und Granate. Oh, geil, ich beide gleichzeitig getroffen. Perfekt. Besser geht's eigentlich nicht. Secure the base. Secure the base. Remember, the turrets are our target. Okay. Do not destroy the jeep. You'll need it. Hatte ich auch nicht vor. So, ihr kriegt jetzt auch einen rein. Ja. Ein Herz. Kann mir einer erklären, was diese Bonus da unten bedeuten? Wäre ich echt mal dankbar. Ich bin zu faul, die Anleitung zu lesen. So, hier müssten wir eigentlich... Nee, da ist noch einer. So, den haben wir. Die Basis wurde eingenommen, das war doch gar nicht so schwer. Ja, da hat er recht. Und da haben wir jetzt auch unser erstes Fahrzeug. Jetzt gucken wir mal hier oben rechts als nächstes. Rein da. Los geht die Geschichte. Ja. Ich finde die Grafik echt geil und ich muss sagen, es erinnert mich richtig schön an Cannon Fodder 1 und 2. Also es ist echt mal ein gelungener Nachfolger mal wieder. Ja, zum Fahrzeug mal, um es zu erklären, wie es mit den Fahrzeugen läuft. Also ihr seid im Prinzip unverwundbar mit den Fahrzeugen. Ihr könnt nur diese Minen ablegen, nicht schießen. Dafür könnt ihr von diesen Maschinengewehren, von den kleinen Truppen nicht getroffen werden und von diesen Scharfschützentürmen auch nicht. Ihr könnt aber auch nichts aufsammeln, dazu müsst ihr aussteigen. Wovon ihr getroffen werden könnt, sind die Raketentürme und ihr habt nur drei Leben. Sind die hin, ist die ganze Truppe hinüber, die da drin ist. Also man sollte aus so einem Ding auch aussteigen, wenn es nur noch ein Leben hat. Das bringt nichts mehr, sonst seid ihr gleich hinüber. Aber gut, ich sag mal, eine Rakete macht sowieso alles platt. So, gehen wir mal links, da habe ich gerade unten eine komische Rakete gesehen. Die will ich mal irgendwie mitnehmen. Die Steuerung ist wirklich das Letzte. Fahren, 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 da fahren. A ramp. It will get up to the other side if we use a vehicle. Ja, rechte Taste ist so eine Art Turbo und hier haben wir, ja, die Sterne sind so eine Art auf. Freezing bomb. Freezing This is bomb. A super weapon. It freezes all the enemy in the radius for some time. Wüsste gerne, ob das auch für Fahrzeuge funktioniert. Naja, wir haben ja unser EMP immer noch für Fahrzeuge. So, hier können wir erstmal im Rang aufsteigen. Los, aufsammeln. Wieder mal Sterne dazu bekommen. So leicht geht das bei der Armee. Man sammelt die einfach nur auf dem Schlachtfeld auf. Das versuche ich mal lieber nochmal. Das ist mir doch zu riskant, muss ich sagen. Und Feuer. Hat funktioniert. Cool. We're in the Army now.
Ah, die Steuerung ist trotzdem das allerletzte von den Fahrzeugen, aber naja, bei Canon Fodder 1 und 2 war die auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, platt machen, platt machen, platt machen. Da ist ein Raketenturm, da müssen wir aufpassen. Weg, 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 weg. Gut, der ist weg. So, den Scharfschützenturm machen wir leider nicht mit erledigt, aber der kann uns ja auch nichts. Was uns gefährlich werden kann, sind fremde Fahrzeuge. Weil wir können fremden Fahrzeugen eigentlich gar nichts anhaben, da wir nur diese dummen Minen haben. Und die können uns richtig schön kaputt machen. Na, noch ein Impuls. Und da noch was drin. Und? Die treffen nicht mal, wenn sie daneben stehen. Und dann ist noch nicht mal was drin. Das hat sich ja toll gelohnt, wieder mal. Oh ja. So was Doofes. Was haben wir da oben? Da ist ein Turm, da ist ein Turm. Na, gehen wir mal rein hier. Überfahren wir ein bisschen was. Take no prisoners. Remember, you shouldn't destroy the buildings. They'll be of use to us later. Remember, the tourists are our target. Rip them to pieces. Ja, muss mich nicht immer dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern. So, hier. Das hat... Nein, das hat uns ein Leben gekostet. Verdammt. Man kann die auch irgendwie, also ich habe es noch nicht rausgekommen, ob man sie reparieren könnte. Ich habe zumindest noch nichts gefunden, was man aufsammeln kann. So. Schauen wir mal nach links, was da so los ist. Okay, da ist ein da ist ein Fahrzeug. Fahrzeuge sind böse. Fahrzeuge sind ganz, ganz böse. Weg, weg, weg. Das kommt nicht hinterher, oder? Weg, weg, weg. Was macht das? Verfolgt uns das? Irgendwie fährt das komisch. Okay, es haut wieder ab. Perfekt. Dann machen wir erstmal hier den Inhalt Platz und müssen. Hier müssen wir uns vorm Fahrzeug in Acht nehmen. So, der Turm könnte uns wieder was anhaben. Mine, Mine. Weiter geht's, weiter. Das ist ein neuer Jeep. Den nehmen wir gleich. Okay, ich hoffe, jetzt kommt das Auto nicht. Ich will mich erstmal die Türme hier zerlegen. Mine hier hin. Und Mine da hin. Ja, nicht hängen bleiben. Ah, verdammt. Weg da. Na, haben wir doch gleich einen mit ins Grab genommen. Ja. Okay, dann werden wir mal den EMP nutzen, falls das Auto da mal kommt. Irgendwann muss es ja mal wieder kommen. Ja, das ist. Hier haben wir bestimmt auch so einen festen Routen. Und ja, ihr seht's, gefroren. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir bis jetzt ein Auto gut loswerden könnten. Das ist so, und du stirbst so. So, lalalala. Da oben die Granaten will ich noch haben. Und auf den Zaun. Lalalala. Ja, habt ihr auch schon Borderlands 2 gespielt? Also ich habe es durchgespielt jetzt. Ja, aber naja, ich will mich jetzt hier nicht dazu äußern. Oh, gehen wir mal weiter auf Canon Fodder ein. Warum haben sie den eigentlich nicht für den Amiga rausgebracht? Aber wie gesagt, ich glaube, es gab sogar so eine Amiga-Version von Canon Fodder 3 auf dem Polenmarkt. Naja, aber die Polen-Dinger, das waren ja mal selbstgemachte Dinger. Da gab es auch Doom 3 schon, nachdem Doom 2 gerade mal erschienen ist. Und ich habe auch damals schon, da kam Universal Soldier 1 gerade im Kino, der Kinofilm, da hatten die da schon Universal Soldier 3 auf dem Markt. War total lustig, weil dann haben da ein paar Polen selbst im Wald sind so rumgehüpft und haben sich da sozusagen die so getan, als würden sie sich erschießen. Vielleicht war es auch recht. Auf jeden Fall gab es gerade von damals Universal Soldier 1 im Kino und die hatten da schon den dritten. Naja. Mal abgesehen von den Qualitäten, die da hatten. Aber wir wollten ja wieder zu Canon Fodder und uns entscheiden, warum wir das Ding nicht auf dem Amiga rausgebracht haben. Ja, und grafisch ist es wahrscheinlich ein bisschen besser, als der 1200er Amiga geschafft hätte. Na gut, deutlich besser. Aber wie gesagt, das ist total geil, was sie hier gemacht haben. Ich finde das Remake genial. Und ich finde es genial, dass ich echt das Feeling habe, als würde ich einen alten Amiga-Titel nochmal zocken. Los, geh hoch, du. 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 Alles gut. Oh, die Versicherung muss hier bluten. Da ist schon wieder so ein doofer Turm da oben. Da rechts ist was draußen, da ist was draußen. Okay, versuchen wir jetzt mal diesen Turm hier und Mine gelegt. Na, du hast nicht mehr lange lassen lachen. Oh, verdammt, trifft das Ding nicht.
Ich habe die doch wirklich fast daneben gelegt. Na gut, zweiter Versuch. Und diesmal? Besser, besser, besser. Wo liegt sie? Ach, hat geklappt. Ja, das kann man nie wissen. Irgendwie hat man manchmal das Gefühl, man legt die direkt daneben und es klappt nicht. Oh, legen wir mal hier eine Mine. Ich will die Fässer springen, um da rauszukommen, müssen zauen. Ja, wieder mal nichts geklappt hier. Mit den Fässern muss man auch aufpassen. Die fliegen manchmal irgendwo hin, wo die nichts zu suchen haben. So, was haben wir hier? Na, das ist doch genau das Ding, was wir schon haben. Na gut, hat uns also nicht weitergebracht. Da unten gibt es noch was? Oh, jagen wir das mal hoch. Ich will wissen, was in den Kisten ist. Los, 3, 2, 1. 3, 2, 1, deins. Auch doof. Da oben rechts ist ein Medikit, ja, da, aber das brauchen wir nicht, wir sind ja voll. Oben links sind Granaten, die nehmen wir uns noch mit, würde ich sagen. Ja. Oh, die schnappen wir uns, ne? Man kann nie genug Granaten haben, obwohl wir haben schon 21. Die brauchen wir wahrscheinlich in dem Level nicht mehr auf. Weil wir sind ja schon in der dritten von scheinbar 4 Basen und wenn das immer identisch ist, dann wird das schon so irgendwie funktionieren. Ja, fahren wir mal. Gucken wir mal, was ist denn hier noch? 2 Türme noch da und 4 da. Okay. So ein Speicherpunkt. Dann Mine. Und trifft, 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 Mine. Mine trifft, Mine trifft. Ah, oh, verdammt. Es war ja klar, dass die Mine wieder nicht trifft. Okay, da sind Granaten. Rechts war noch ein Speicherding. Ja. Na, da will ich nicht hin. Los, komm, komm, diesmal. Ups. Und die sah ein bisschen zu weit aus. Also, vielleicht hat es ja doch geklappt. Ja, perfekt. Und dann nochmal hier. Nein, nein. Oh, verdammte Steuerung, verdammte Steuerung. Oh, nein. Verdammt, Mist. Ich hasse es, wenn ich einen verliere. Ich überlege jedes Mal, ob ich nochmal anfange. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock, die ganze Mission nochmal von vorne zu beginnen. Oh Mann, ich habe gedacht, ich spiele mal ein bisschen ordentlich und komme durch mit allen Vieren, aber nein. Ah, wer bist du? Wo kommst du her? So, haben wir das auch mal wieder geschafft. Da kommt scheinbar nichts mehr. Okay, die bei der letzten Basis hatten uns also noch eine kleine Überraschung hingelegt. Ist da was drin? Nein. So, dann haben wir rechts noch die Granaten. Na, die schnappen wir uns doch auch noch. Boah, 29 Granaten. Ich könnte jetzt alles mit Granaten töten. Jetzt haben wir hier dieses komische Herz wieder. Guck mal, was wir da unten haben. Fledermaus, Herz und Flügel. Wie gesagt, kann mir irgendjemand erklären, was das für alles komische Symbole alles sind. Oh, wir sind voll aufgeladen, wir brauchen also eigentlich das Medikit nicht. Dann werden wir uns mal aufmachen an die vierte Basis. So, da sind wieder so ein Abzeichen. Manchmal würde ich gerne ein bisschen mehr rauszoomen. So, 4-5 Türme. Okay. Haben wir schon 3 dicke Sterne. Ihr seht ja, dann erhöht sich die Schussweite mit den Sternen. Also Anfang. Ah, Hinterhalt. Okay, anfangs konnten wir nur ungefähr in dem kleinen Kreis schießen, indem wir auch Granaten, also okay, Scharfschütze, indem wir auch Granaten werfen konnten. Und jetzt schießen wir hier schon über den gesamten Bildschirm fast. So, da ist noch einer, dem geben wir erstmal eine grobe Kelle mit. Da geht's nicht hoch, da können wir auch nichts abwerfen. Okay. Dann bleibt uns also nur der Haupteingang übrig.
Ne, es ist auch komisch bergauf. Mal sehen, ob wir da überhaupt eine Chance haben, irgendwie. Nicht, dass die Granaten da nicht hochgeworfen bekommen. Ich habe wirklich Angst, dass man da nicht rankommt mit den Granaten. Weil wer soll denn so berghoch werfen mit einer Granate? Okay, wir probieren es mal. Wir laufen mal vorbei. Wirf. Oh, und war das mal? Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich musste jetzt so losrennen. Ah, es ist kaputt. Es klappt. Machen wir den nächsten auch gleich. Und bam. Oh, unsere kugelsicheren Westen sind inzwischen alle kaputt. Dann du noch. Also noch einen will ich wirklich nicht verlieren. Ich will in der nächsten Mission auch noch ein paar gute. Ja, schon. Ein paar gute dabei haben. Ich hab Bock wieder mit lauter Infanterie hier anzufangen. So, da zwei und da einer. Na, mal sehen. Schießen wir erstmal alles, was ihr angerannt kommt, habt ein ganzes Kleinfutter. Also gut, Auto hatten wir auch keins mehr, zumindest keins mehr, was man verwenden könnte. Und du auch noch, ja, du willst halt nicht durch den Zaun erschlossen werden, ne? Dann kriegst du es halt so. Das ist schon wieder so eine komische Rakete, die ich nicht identifizieren kann. Verdammt, an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, ist der auch platt? Mal gucken. Satellitenschüsse, Hubschrauber sehe ich noch. Da ist noch ein Scharfschützenturm und da kommt noch einer an der Wand. Seht ihr, wie weit die schon schießen können inzwischen? Wow. Und Turm weg. Da kommt gleich wieder alles angerannt hier. Yep. So macht das Laune, so macht das Spaß. Schauen wir mal hier unten, kann man die Fahrzeuge eigentlich auch benutzen, die hier einfach rumstehen und nicht angezeigt werden? Nee. Doof, schade. Naja, damit müssen wir leben. Gucken wir mal. Da ist ein Scharfschützenturm. Okay, da sollen zwei Türme sein. Holen wir uns erstmal den. Ups. Okay, das war jetzt so. Ein bisschen. Na, jetzt. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, ich habe ja genug Granaten. Tut mir nicht weh. Und dann? Ja, na endlich bist du aufgefallen. Schießen wir an den dann aber ab. Jetzt da sind zwei Raketen drum. Okay, die fahren auch irgendwie aus, ne? Da oben sind noch Granaten. Die holen wir uns nicht. So, Schuss und Schuss. Wir haben's. Okay, das war das nächste Level. Sehen wir unsere Statistik, wir sehen noch, wer gestorben ist und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir durchs nächste Level laufen. Wer ist eigentlich tot? Na gut. Oh, Rekordzeit? Oh, krass. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Nobby.